Dresden, Udo R. sieht nicht aus wie ein brutaler Frauenschläger. Doch der 50-jährige Makler soll im Juni 2020 seine Lebensgefährtin Nancy H. 2 Tage lang brutal misshandelt haben. Im Krankenhaus stellten die Ärzte einen Schädelbasisbruch, gebrochene Augenbögen, einen Leberriss und schwere innere Blutungen fest, Lebensgefahr. Am Montag sollte der Prozess gemacht werden. Doch beim Aussteigen aus dem Gefangenentransporter schlugen Karma und Schneeglätte zu. Udo R. stürzte wohl wegen der Handschellen schwer. Verdacht auf Rippenbruch. Der Prozess wurde verschoben.